Servus und grüß euch zu einem neuen Capo Classics Video. Mein Kanal hat vor kurzem die 2000 Abonnentenmarke geknackt. Dafür möchte ich mich erst einmal recht herzlich bei euch bedanken. Finde ich echt stark, wie ihr das Ganze bei mir verfolgt. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Lob, natürlich auch Kritik, wenn noch mal was besser gemacht werden kann. Macht's weiter so, postet immer fleißig in die Kommentare rein. Ich freue mich immer drüber, finde es auch immer sehr interessant, wie ihr das Ganze so findet. Und ja, wie gesagt, zu diesem Anlass gibt es jetzt ein kleines OLAG-Tutorial von mir, weil ich ja in den Kommentaren immer wieder gefragt werde, ja Capo, was nimmst du her zum Flugrost entfernen, zum Lack versiegeln, zum Aufbereiten, mit was polierst du und so weiter. Und ja, da habe ich jetzt diese wunderschöne V50R. Baujahr müsste 6970 sowas sein, auf Fachstellnummer, mit K7 Schriftzug noch, in Türkis. Absolut geile Farbe, richtig guter Zustand. Am Unterboden haben wir ein bisschen Flugrost. Den werde ich jetzt, wie gesagt, jetzt euch erklären, wie ich das mache, wie ich das Ganze behandle. Möglichst schonend natürlich, möglichst wenig vom Lack abtragen, möglichst viel original Patina erhalten und damit das Ganze am Schluss authentisch ausschaut. Und ja, am Ende das Ganze natürlich noch anständig versiegeln. So schaut der Roller von unten aus. Wie gesagt, am Unterboden haben wir ein wenig lang Flugrost. Mimi ist auch da und schimpft schon wieder. Hier im Spritzbereich vor allem und an der vorderen Traverse haben wir leichten oberflächlichen Flugrost. Im mittleren Bereich noch ein wenig was. Hier unten, typisch vom Ständeranschlag, war die Traverse mal gerissen. Das hat schon mal jemand nachgeschweißt. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen nachbearbeiten, ein bisschen nachschleifen, damit man die Schweißnähte nicht mehr sieht, ein bisschen nachpatinieren. Und jetzt, wie gesagt, kümmert man sich erstmal um diesen Rost hier. Dazu verwende ich immer einen säurehaltigen Felgenreinigerkonzentrat. Ihr könnt einen normalen Flugrostentferner hernehmen, es ist im Prinzip dasselbe. Wichtig ist, dass ein bisschen Säure mit drin ist, weil das den Rost angreift, und das verdünne ich immer. Rät machen recht mild, mit ein bisschen Wasser in einer alten Pumpsprüherei, was ihr gerade daheim habt, aus dem Bad oder sonst was. Genau, und dann kann man das ein bisschen einsprühen damit, kurz einwirken lassen. Reicht schon. Und dann nehme ich ein graues Schleifvlies, die Schleifpads mit 1500er Körnung. Mit dem gehe ich dann ganz leicht drüber. Mit wenig Druck. Und wie ihr seht, löst sich da jetzt schon die oberflächliche Schicht von den Roststellen. Und wie gesagt, ganz wenig Druck, nur leicht drüber rutschen. Da geht schon mal sehr viel weg. Wenn ihr ein bisschen empfindliche Haut habt, dann zeigt euch lieber Gummihandschuhe. Ich bin schon gewohnt. Man kann auch das Bremspedal, Alu-Gussteile damit genauso machen. Da geht auch schon die Oxidation runter. Das gleiche gilt natürlich auch für das Muttergehäuse. Kann man auf gleiche Art und Weise sauber machen, wenn es ein bisschen oxidiert ist. Ja, und ich, wenn das ohne Handschuhe mache, dann gehe ich danach gleich zum Händewaschen, damit das Zeug nicht zu lange auf der Haut ist. Das Beste ist natürlich nicht. Da schön in die Kanten rein. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen einsprühen. Ich
Übrigens bei den alten Unilacken, bei den Unifarben, funktioniert das so wirklich sehr gut. Da kann man jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel falsch machen, wenn man da ein bisschen mit Gefühl rangeht. Allerdings bei den Metallic-Lacken war ich ein bisschen vorsichtig, weil die zum Teil eine sehr, sehr dünne Schicht Klarlack nur drauf haben. Da noch ein bisschen extra behutsamer machen. Ständer machen wir gleich mit. Man muss da gar nicht viel zerlegen, wenn es ansonsten nicht nötig ist. Außer der Roller wird sowieso zerlegt und technisch neu aufgebaut, da macht es natürlich Sinn, das ganze Ding erst einmal zu strippen. Und dann halt natürlich ein bisschen schöne Ecken anstellen. Die Felgen, die haben auch ein bisschen am Flugrostansatz, die machen wir jetzt genauso mit. Da bin ich jetzt nur ein bisschen vorsichtiger, weil das eine sehr, sehr dünne Lackschicht ist, da mag ich nicht zu viel runternehmen. Und den Kuhflügel innen, den werde ich vielleicht nur ein bisschen einsprühen und danach mit Wasser wieder ausschwemmen. Auch das Steuerrohr, das können wir ein bisschen mitmachen. Das gleiche machen wir natürlich auch hinten. Da kann man ruhig ein bisschen fester drauf gehen, eventuell sogar mit der Topbürsten. So, und dann sprühen wir das Ganze nochmal ein. Lass das Ganze jetzt nochmal 1-2 Minuten ein bisschen einwirken und dann wird das Ganze mit Wasser ganz einfach abgespült. Mit dem Gartenschlauch. Könnt ihr auch einen Kercher Hochdruckreiniger nehmen, wenn ihr sonst so Hand habt. Je nachdem auch wie stark der Grad des Rostes ist, wenn es jetzt wirklich mehr Rost ist, dann kann man schon mit richtigen Kercher draufhalten. Aber hier reicht es jetzt völligst, das mit Wasser abzuspülen und anständig zu neutralisieren, damit die Säure wieder vom Lack, vom Blech weg ist. Wie gesagt, ihr könnt auch das Muttergehäuse ebenso mitmachen und die Lüfterradabdeckung, die machen wir jetzt auch ganz, ganz vorsichtig ein bisschen mit. Auf den Abdeckungen ist sehr wenig Lack drauf, da lieber vorsichtig sein. Da noch so ein bisschen so einen Kantenrost drin. Thank you.
Ganze jetzt ordentlich trocknen lassen und nochmal mit Druckluft abgeblasen. Vor allem aus den Falzen und so weiter überall schönes Wasser rausblasen. Jetzt haben wir hier hinten noch ein bisschen an Schmodder, den typischen schwarzen Grind. Kennt ihr bestimmt alle, das entferne ich ganz vorsichtig. Nur mit einem Kunststoffschaber, da zum Beispiel den Schaber, wo man für die Felgengewichte hernimmt, für die Autofelgen. Mit dem ganz vorsichtig das abkratzen. Man kann sowas auch noch mit ein bisschen Spüli oder so ein bisschen einweichen. Bei mir ist jetzt eh noch alles ziemlich feucht vom Waschen, deswegen löst sich das jetzt eigentlich recht schön. Kleinen Verunreinigungen, die mache ich jetzt mit einer sanften Lauge und einem Lappen einfach einspülen und abwischen. Ich habe hier stinknormales Soda aus der Drogerie. Ihr könnt eine Natronlauge nehmen, Soda oder zum Not auch ein Spüli, irgendwas Fettlösendes. Funktioniert eigentlich alles recht gut. Ich gehe da jetzt auch nochmal über die Roststellen vorne nochmal mit drüber. Ich werde auch noch die letzten Verunreinigungen runterkriegen und wische das nochmal richtig schön ab. Unter dem Schmodder richtig schöner frischer Urlaubbürger zum Vorschein. Bekanntlich Dreck konserviert am besten. Machen wir nochmal damit, dann ist das ein bisschen neutralisiert von der Lauge wieder. Ja, von der Säure durch die Lauge. Und dann kommen wir auch schon zum Versiegeln von dem Ganzen, damit es natürlich auch so schön erhalten bleibt und nicht wieder weiter rost. An der Stelle als allererstes, Overdrol ist ja absolut fehl am Platz. Overdrol ist eigentlich mit Sicherheit der Begriff, wenn sie auf Overcrawler steht. Sowas verwende ich nur, wenn der Unterboden oder der Motorraum richtig stark angerostet ist. Der wird dann im Prinzip genauso behandelt wie jetzt. Vielleicht auch mit der Drahtbürste sauber reinigen und da werde ich dann eventuell das Overdrol drauf, wenn der Roller auch viel gefahren wird. Wenn es ein Tourenroller ist, der vielleicht einmal Regen erwischt, da kann man dann den Unterboden, wenn er stark rostig ist, mit Overdrol machen. Ansonsten das hier absolut viel am Platz. Auf Zeiten. Ich bin ein absoluter Fan vom Fluidfilm. Das gibt es entweder im Gebinde, das ist das Liquid A, das sind die verschiedenen Viskositäten, oder auch in der Dose. Sprühdose ist ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel so hier einen kompletten Roller hat, der nicht zerlegt ist, damit man den Motorraum innen schön reinkommt oder auch einen Kupfer innen mal rausspritzen, kann man unter dem Jahr mal machen. In der Regel reicht sowas einmal im Jahr vollkommen. Ich verwende meistens das aus dem Gebinde. Ich schütte mir da ein bisschen was in so ein kleines Dose rein. Nimm dann einen weichen Lappen, tauch den einfach ein, zu viel, nicht zu wenig, und lass das dann einfach schön ein damit. Und dann sieht man schon, wie schön dunkel dass die Roststellen jetzt werden. Kann man übrigens auch auf den Lack verwenden, kann man auch den ganzen Roller damit machen, wenn der viel Patina hat, auch obenrum.
das wird jetzt einfach so eingrimmen damit. Auch ein Ständer, auch die Alu-Teile. Im Prinzip kann man wirklich den ganzen Roller damit machen, gehe sogar teilweise wieder mit den Reifen mit drüber, damit die wieder frisch ausschauen. Und das lasst man im Prinzip kurz einziehen und mischt dann nochmal leicht nach mit dem Trocknerlappen. Und das war's dann. Mehr ist es nicht. Ganz einfach. Aber wie gesagt, Fluidfilm. Aus meiner Erfahrung das Allerbeste. Habe ich ja von vielen anderen Sammlern schon gehört, die absolut drauf schwören. Und ich finde das Ergebnis einfach wahnsinnig schön. Authentisch. Denn das Overdroll, das ist wie eine Lasur. Und schaut am Schluss aus, als hätte man den Roller mit Knallack überzogen. Absolut unecht, nicht schön. Und absolut nicht nötig. Auch die Gummis kann man damit einlassen. Die haben wieder schön geschmeidig. Und ich mache sogar den Auspuff damit. Ganz viel natürlich nur. Da seht ihr jetzt, was das für ein schönes Ergebnis wird. Jetzt ist der Rost wieder gesättigt, abgeschottet von Feuchtigkeit. Den Auspuff müssen wir jetzt natürlich gut nachwischen. Aber fangt nicht zum Stinken an beim Fahren oder sonst was, habe ich schon oft selber gemacht. Hat absolut gut. Ne? Die Schrauben machen wir schön damit. Die werden wieder richtig schön dunkel. So wie wir es haben wollen. Und wie gesagt, den Gummis und Reifen tut es auch nicht schlecht. Vor allem wenn man so einen schönen Sammlerroller hat, wenn man die guten originalen Reifen drauf hat, oder die zeitgemäßen Reifen, das ist so eher Zeat-Reifen. Schaut ja wieder richtig saftig aus. Und gehe noch einmal ganz leicht über alles drüber, damit es nicht zu spätig wird. Gleiche Prozedere machen wir jetzt auch mit der Lüfterradabdeckung, mit dem Motorblock und mit den Fellen von anderen Seiten her. Die Kunststoffhutze, die machen wir auch gleich mit. Schaut ja auch wieder schön satt aus, eigentlich schon wieder wie neu. Das ist schon zu schön. Lüfterrad kriegt ein bisschen los. Schaut das wieder frisch aus. Da auch den Gummi mitmachen. Da wo ich jetzt nicht so ganz rankomme,
wie in den Ecken von den Schrauben da. Da nehme ich jetzt das Spray. Mach da ein bisschen was drauf. Auch den Dämpfer hinten ein bisschen einsprühen. Widmen wir uns jetzt noch dem Lack obenrum. Der ist in einem hervorragenden, traumhaften Zustand. Man müsste eigentlich fast nichts machen, man könnte es fast so lassen. Ich würde hier auf gar keinen Fall mit der Poliermaschine rangehen. Mit der Maschine ist überhaupt immer ein bisschen gefährlich. Mache ich eigentlich nur, wenn ich einen freigelegten O-Lack habe. Das heißt, einer, der überlackiert war, den man mit Aceton, mit Beize wieder ins Tageslicht geholt hat. Die sind dann durch die aggressiven Mittel ziemlich angefressen und matt. Sowas mache ich mit der Maschine, ansonsten sowas nur von Hand. Dazu verwende ich die 3M, die grüne, die Fastcut XL. So eine mittlere Schleifpaste, kann man für alles hernehmen. Und die trage ich nur mit dem Mikrofaser durch auf. Das gerade aufschütteln. Und gehe dann ganz leicht mit der Hand drüber. Viel braucht es da wirklich nicht. Ein bisschen auftragen. Macht immer einen kleinen Bereich, macht den fertig und dann den nächsten. Also nicht erst den ganzen kompletten Roller einmassieren. Das wird das recht festes Zeug. Jetzt machen wir die Backe da. Und den Deckel gleich mit. Seht, also da geht schon ein bisschen was runter vom Lack, auch wenn es nicht viel ist, sind nur wenige Mühs, also da ist schon was drauf. Jetzt und dann einfach nur mal trocken nach. Das reicht vollkommen. Nur als abschließenden Schritt, also ich würde das jetzt erst mit dem ganzen Roller natürlich machen. Versiegle ich das Ganze noch mit einem dünnen Sprühwachs, ganz normal aus der Autoaufbereitung. Gibt es verschiedene Hersteller, tausende mittlerweile. Ich habe das halt gerade da. Das laufen Lappen und einigen. Nochmal leicht drüber. Trocken leicht abpolieren das Ganze, dass der Lack wieder frisch und versiegelt. Das ist eigentlich das Beste, was man so einen schönen O-Lack-Roller spendieren kann. Noch die feinen Schrammen und Kratzer, die er natürlich haben darf. Und so schön ans Tageslicht. Es ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Kamera da den Unterschied einzufangen, da der Lack sowieso so schön ist. Aber wenn ihr das selber mal macht und dann da einfach mit der Hand drüber fahrt, merkt ihr, wie schön glatt das ist. Ja, da hört man es. Das ist glatt. Das ist nur ein wenig stumpf hier. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Roller. Und dann sind wir fertig. Jetzt gibt es noch einen kurzen Zeitraffer und dann gibt es natürlich noch einen coolen Vespa-Porn, wie immer, vom Endergebnis. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Jetzt gibt es wie versprochen noch den Abschlussporn vom Endergebnis. Genießt es.
Wenn es auch ihr Hilfe braucht bei einem Olag, will man dir auch zu jeder Zeit gerne WhatsApp schreiben oder E-Mail. Oder wenn es auch ihr eine Olag-Aufbereitung wollt, wenn ihr sagt, ihr lasst es doch lieber selber die Finger davon und lasst es einen Profi machen, jederzeit melden wir mir, mach gern sowas. Das ist meine absolute Leidenschaft, Hobby zum Beruf. So ist es. In diesem Sinne, habe die Ehre, euer Kapo. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If